Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zu einer weiteren Runde mit Turnier der 1000 Replays. Dieses Mal das zweite Spiel zwischen Alien Hunter und No Future. Alien Hunter hat in dieser Runde die Dunkelelfen gewählt, während No Future auf der anderen Seite mit den Kriegern des Chaos in die Schlacht zieht. Und was wir sehen ist, No Future mit seiner Armee der Chaoskrieger hat eine Linie aus ein paar Chaos-Barbaren, ein paar mit Schilden, ein Regiment mit Zweihandwaffen, dahinter aufstrebende Champions, um die Moral hochzuhalten, dahinter eine wunderschöne Todbringerkanone. Ich freue mich schon, ihren Chaos, ihre Zerstörung zu sehen. Nur einmal verstoßene, interessanterweise sehr gut gegen Dunkelelfen meiner Meinung nach, weil die sehr viel leicht gepanzerte Infanterie mitbringen können. Chaoskrieger mit Hellebarden auf der rechten und der linken Seite, um die Flanken zu schützen. Und ganz hinten noch Chaoskrieger mit Zweihandwaffen gegen gepanzerte Dunkelelfeneinheiten. Also ganz klar, hier möchte er eine starke Frontlinie haben, naja, so mehr oder weniger stark, mit Flexibilität durch Verstoßene, die er nach vorne ziehen kann. Die Flanken und der Rücken ist ganz gut geschützt durch die Hellebardiere, auch falls irgendwelche anderen großen Viecher kommen, können die da gut eingreifen. Dazu haben wir noch einen Chaos-Hexer mit Schatten, mit dem Zauberspruch, mit dem Vortex-Zauberspruch Schattengrube und der Entkräftung, was ich auch als super guten Spruch erachte, und Prinz Siegwald den Prachtvollen, ein recht günstiger Chaos-General, um den man sich nicht so viel kümmern braucht, denn er regeneriert sich und lebt lange im Nahkampf. Außerdem haben wir noch Chaos-Barbaren mit Wurfechsen, Chaos-Ritter auf der einen Flanke, und das war die Armee des Chaos. Was haben die Dunkelelfen mitgebracht? Die Dunkelelfen kommen in den Kampf mit einer Frontlinie aus günstigen Schreckensperren vorne, die vor einer richtig großen Linie aus Schatten, und zwar auch noch ein Regiment Schatten mit Bihandkämpfern herlaufen. Oh, und Chaos hat immer so ein bisschen das Problem, was Fernkampf angeht. Sie haben nicht so viele Fernkampfoptionen, wenigstens haben sie eine gute Artillerie, aber vor Schatten mit ihrer hohen Geschwindigkeit müssen sie sich wirklich in Acht nehmen, vor allem diese hier, Bihandkämpfer mit Nahkampfangriff 40, Abwehr 32 und Bonus gegen Infanterie. Da kann man auch mit Chaos-Infanterie nicht wirklich viel dagegen ausrichten, wenn man die nicht kriegt. Also gegen Dunkelelfen mit viel solchen Einheiten auf jeden Fall eine ganze Menge Hunde oder sowas mitbringen, um sowas abzufangen. Die Hunde haben zwar auch Probleme, aber besser als nichts, dann schießen die wenigstens nicht. Als General ein Schreckensfürst mit Schwert und Schild dabei. Sehr interessant diese Wahl. Er hat die Fähigkeit Stärke durch Tücke plus 5 Nahkampfangriff und Blutschild des Kain für mehr Nahkampfresistenz. Gar nicht übel. Außerdem noch eine Todeshexe. Von der weiß ich auch, dass sie sehr, sehr, sehr viel Schaden machen kann, wenn man sie lässt mit Eisklinge. Reduziert gegnerische Nahkampfangriff, Wut des Kain auf verbündeten Hexenbräu. Oh, das Ding kann eine ganze Menge Schaden machen, wenn man es lässt. So. Und das Chaos hat jetzt nicht so viele Möglichkeiten, um das direkt auszuschalten. Jedenfalls diese Armee. Wenn Kolik dabei wäre, wäre das sicherlich was anderes. Und die Kriegshydra, um das Ganze noch ein bisschen komplett zu machen. Im Hintergrund außerdem noch schwarze Reiter mit Repetierarmbrust. Ich habe das Gefühl, das wird ein echt schwieriger Kampf für das Chaos, weil sie nicht viel haben, um gegen diese ganzen Fernkämpfer der Dunkelelfen was auszurichten. Und ich befürchte, die werden hier ordentlich zerschossen. Selbst wenn diese Kanone hier diese ganzen Schreckensperre noch niedermacht, ist es eigentlich relativ egal, diese Schreckensperre. Davon muss die Kanone schon 3 Regimenter kaputt machen. Oder 2 wenigstens, um ihren Preis wieder reinzuholen. Oh, hier werden Chaos-Barbaren mit Wurfechsen schon erledigt. Und eine Salve hat fast schon ausgereicht, um sie halb auszuschalten. Jetzt müssten wirklich noch die Chaos-Ritter dabei sein. Die Chaos-Ritter hätten, glaube ich, eine gute Chance, die Schatten, die relativ wenig Panzerung haben, allein schon durch ihren Angriffsbonus auszuschalten. Und so, da fliegen die Repetierarmbrüste. Jetzt sind sie schon halb kaputt. Ganz schön ärgerlich. Ganz schön ärgerlich hier für das Chaos. Irgendwie Micromanagement-Fehler gemacht, das nicht schnell genug gesehen. Jetzt kann er nur hoffen, dass er die Chaos-Ritter irgendwie hier in den Rücken bringt, sodass sie den Gegner zwar bedrohen, aber nicht abgeschossen werden. Auf der anderen Seite, werden Chaoskrieger mit Hellebarden von schwarzen Reitern mit Repetierarmbrüsten niedergemacht. Ganz schön ärgerlich. Das Chaos wird gerade auf allen Seiten so ein bisschen zerschossen und es gibt nichts, was sie tun können, weil sie keine Hunde dabei hatten. Hunde hätten wahrscheinlich extrem viel gegen diese schwarzen Reiter gebracht. Wären wahrscheinlich schneller gewesen, hätten sie problemlos niedergemacht. Und jetzt eröffnen sie die Schatten ihr Feuer. Zuerst mal auf die Verstoßenen.
was auch genau das richtige Ziel ist. Sobald die Verstoßenen angreifen, würden sie Hackfleisch aus dieser momentanen Schlachtlinie der Dunkelelfen machen. Aber zwei Salben haben schon gereicht. Ein Drittel der Lebensenergie ist bereits weg. Oh, oh, oh. Oh, das ist gar nicht gut, was hier mit den, mit dem Chaos passiert. In der Armeeauswahl sind diese Dunkelelfen extrem überlegen gerade gewesen. Mal Schattengrube auf diese Schatten. Passt ja irgendwie, aber die stehen so relativ offen in ihrer Formation, dass das nicht wirklich viel bringt. Vor allem wird es wahrscheinlich wenige Modelle ausschalten. Na, kein Modell ist ausgeschaltet worden. Es hat sich nicht gelohnt und hier sind die Verstoßenen bereits durch den massiven Beschuss der Schatten ausgeschaltet worden. Das ist, oh Mann, davon können sich die Horden des Chaos, glaube ich, nicht mehr erholen. Es sei denn, diese Chaoskrieger verursachen jetzt gigantischen Schaden, aber irgendwie haben sie hier gerade keinen richtigen Angriff auf diese Schatten hier ausgeübt. Ich weiß nicht, was sie hier gemacht haben, aber sie haben nicht gecharged. Das war kein Angriff, keine Angriffsbewegung. Und jetzt sind sie an Hambor und Amboss direkt im Eimer. Die kommen hier nicht mehr raus. Und selbst wenn sie versuchen zu entkommen, nehmen sie so viel Schaden, dass sie kaum mehr wieder nützlich, dass sie kaum noch nützlich sein werden. Oh, 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 diese Schatten sind eine ausgezeichnete Wahl gegen das Chaos, muss ich sagen. So gut, dass man eigentlich keine andere Wahl hat, als haufenweise Hunde mitzunehmen, um die Schatten auszuschalten und dann in Linie aus Verstoßene nehmen. Dass er hier gut funktioniert, war jetzt natürlich nicht dabei. Und selbst diese Chaoskrieger, ich glaube nicht, dass die... die Chaoskrieger... Doch, die werden sie wahrscheinlich auf Dauer besiegen, weil die Schatten so wenig Panzerung haben, aber... Die Schatten, sie sind sehr teuer für so ein Fernkampfregiment, auch so ein Hybrid. Chaoskrieger sind nicht rausgekommen. Da waren noch ein paar im Nahkampf, als er sie rausgezogen hat. Aber es hat nicht gereicht, um sie aus dem Nahkampf zu ziehen. Und die Linie des Chaos bricht jetzt gleich jeden Moment überall zusammen. Schreckenfürst wird eventuell gekillt. Aber selbst wenn das passiert, die Schatten haben noch so viel Munition. Eine Salve geht jetzt wahrscheinlich in den Rücken der Chaos-Barbaren. Das wird wehtun. Das mögen die nicht, die sind gleich weg. Und auch diese Chaos-Barbaren-Reiter mit Wurfechsen, die können im Nahkampf nicht gegen Schatten gewinnen. Die Schatten sind so viel besser. Aber in der Situation hätte ich wahrscheinlich auch nichts anderes gemacht. Der Hexer, der Schattenhexer hat sich nicht so wirklich als nützlich herausgestellt. Und die Chaos-Linie ist einfach völlig... völlig aufgeteilt. Alles steht irgendwo rum. Wir haben nirgendwo mehr so eine richtige Schlachtlinie. Und sowas ist besonders gut für, wenn ihr eine Armee habt, die viele Fernkämpfer hat. Jetzt gerade wie die Dunkelelfen. Die können eben von überall auf alles schießen. Nichts kann euch wirklich was anhaben. Ja, genau das passiert jetzt. Und Schatten mit Bihan-Kämpfern fallen den Chaoskriegern in den Rücken mit Hellebarden. Und ziehen sie eigentlich ihre Schwerter nicht. Jetzt ziehen sie ihre Bihan-Schwerter. Und doch wieder. Ja, okay. Der hat gesehen, dass die Schatten mit zwei Handschwertern auch im Nahkampf gut zuhauen können. Das ist das Ende. Seht ihr diese armen Chaoskrieger mit Zweihandwaffen? Von eins alle fünf Seiten werden sie beschossen. Oh Mann. Und das ist eine der größten Stärken, die die Dunkelelfen haben. Ihre Fernkämpfer. Ich denke mal, eine Sache, die gegen die Dunkelelfen besonders gut sind, gut ist es Masse. Richtig viel Masse, um sie zu überwältigen. Denn ihre ganzen Einheiten haben nicht so viel Lebensenergie. Und das ist ihre Schwäche. Kavallerie haben sie auch nur ziemlich schwache. Aber im Fernkampf, Kurzreichweiten-Fernkampf, sind sie einfach unfassbar gut. Und da muss man sagen, da war diese Chaos-Armee, die war einfach nicht in der Lage, mit so einer
schattenstarken Armee der Dunkelelfen zurechtzukommen. Aber ich kann es auch verstehen, ich habe auch lange Zeit nicht mit diesen Schatten gerechnet und der Stärke, die sie im Nahkampf haben, beziehungsweise im Nahkampf und vor allem im Fernkampf. Darauf muss man eingestellt sein. Ich glaube, das ist sogar eine der besten Armeen, die die Dunkelelfen mitbringen können, mit vielen, vielen Schatten. Oder Dunkelbau als Alternativ. Wahrscheinlich hätten auch Dunkelbau hier ausgereicht. Wäre jetzt hier eine Armee aus haufenweise Verstoßenen gewesen, hätten die Dunkelelfen keine Chance gehabt. Vier Verstoßene hätten sich wahrscheinlich einfach nur durch die gegnerische Linie gefressen, als gäbe es keinen Morgen. Aber war nicht da und deswegen hat hier Alien Hunter seine zweite Runde gegen No Future, denke ich mal, allein schon in seiner Armeeauswahl, durch die Armeeauswahl hier gewonnen. Aber das ist eben eine weitere, ja, ein weiterer Faktor, den man eben beachten muss bei Warhammer. Todesechse, 127 Kills. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Kills die macht, damit rechne ich nie. GG an beide Spieler und damit ist Alien Hunter, wie ihr sicherlich schon wisst, im Viertelfinale. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.